Und damit herzlichst willkommen hier zurück zu Let's Play Rettungswagen Simulator 2014 mit mir, Sachsen Let's Player. So, wir haben jetzt hier die hübsche junge Dame erstmal versorgt bzw. ins Krankenhaus geschafft. Jetzt fahren wir erstmal wieder 0,7 Kilometer zu unserer Rettungswache zurück. Und von dort aus dann die nächsten Aufträge, also Notrufe. Hilferufe, ne, wie man es jetzt am besten immer ausdrücken will, anzunehmen. Und da kann ich jetzt schon mal darauf hinweisen, die Dinger dürften sich jetzt teilweise wiederholen, weil dann kommt die Kategorie für Fortgeschrittene, also in Helfetext Venture. Und tut. Sieht ja nicht, dass neben denen einer ist, also ich hätte da Angst. Lassen wir hier wieder mit Tempomat fahren. Das ist wesentlich angenehmer für die Finger. Ja, aber natürlich gibt es solche. Du Hut! Fahr zu! Und da vorne ist dann dementsprechend unsere Wache auch schon wieder. Immer wieder schön, in was für ein Tempo man die erreichen kann, wenn hier dementsprechend der Verkehr mal läuft, wie er laufen soll. So, ja genau. Und immer wieder schön, wie man hier gegen diese Scheiß-Tore brechen tut. Aus die Maus hier. Und der nächste Einsatz ruft uns auch schon. Es ist mal wieder nachts. Und mal wieder 0,7 Kilometer vom Einsatzort entfernt. Einsatzwagen 1783-1. Es wurde eine desorientierte Person aufgefunden. Ursache ist unklar. Ihr Zielort wurde bereits an das Navigationssystem übermittelt. Ja, thank you very much. Den Auftrag habe ich schon angenommen. Dürfte jetzt hinten die gleiche Stelle sein wie auch, wovor uns dieser Betrunkene lag. Nur dass es halt jetzt unbekannt ist. Einmal bitte uns vorbeilassen. Thank you very much. So, wir brechen auch hier mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. So sieht das dann ungefähr aus, wenn man einen Unfall baut. Haben wir schon mal 30 Punkte weniger. Holen wir dann durch drei Funkeinsätze auch wieder rein. So. Einmal hier lang. Einmal hier lang und sage es nicht, exakt die gleiche Stelle, exakt der gleiche Fall. So, steige ich mal aus, wa? Mal gucken, was sich heute wieder Typus offen hat. Ja. Servus, na, wie geht's Ihnen? Alles klärchen? Ach, haben Sie wieder ein paar Bierchen zu viel getrunken? Ist kein Problem, hat man ja erst. So, gucken wir mal Ihren Pilzdruck an. 170, 120 zu 90, naja, läuft doch an sich alles. Ja, das ist doch alles in Ordnung. Gucken wir nochmal Ihren Blutzuckerspiegel an, wie der so aussieht. Ja, wieder 60 Milligramm. Alles kein Problem. So, da gibt es nochmal ein bisschen Bubu, ein bisschen Du-Du-Du-Du-Du, ne? Und dann gehst du erstmal wieder heim, ne? Danke. Aber ich muss nebenbei noch ein bisschen was trinken. Habe heute zu wenig getrunken. Entschuldigung. Passt irgendwie, ne? Trinkt bitte jeden Tag 3 Liter. Wenn ihr es nicht könnt, habt ihr Pech gehabt. So, zack, raus. Let's go hier. Und dann geht ihr wieder hier zurück zur Rettungswache. Auch wenn ihr euch jetzt wie in so ein Déjà-vu fühlt, ne? Nein, das ist halt so. Das ist halt so. Das war jetzt halt für Fortgeschrittene, da waren halt ein paar Hilfetexte weniger, obwohl ich mir die Hilfetexte an sich sowieso nicht durchlese. Weil ich mir so ungefähr denken kann, was gemacht werden muss und was nicht. Also vieles lässt sich logischerweise auch aus der Logik heraus erklären. Ja. Von. Ja, toll, danke. Also die rote Ampel doch noch erkannt, die Sau.
Ja, ist doch mal gut. Die haben es heute nicht auf mich abgesehen hier, die mobben mich. Ja, war klar. Ist ja nicht so, als hätten da andere. Ach, ich reg mich eigentlich am besten gar nicht mehr über den Verkehr auf. So, wunderbar. Weiter geht's. Nächster Notruf. Das wird hier racke zacke wird das gemacht. In RTW, okay, eine Blutkonserve. Und eine Freigabe wohl bemerkt. Einsatzwagen 17821. Sonderfahrt. Eine Blutkonserve muss in ein anderes Krankenhaus gebracht werden. Ihr Zielort wurde bereits an das Navigationssystem übermittelt. Danke, dass du mein Zielort an das Navigationsgerät übermittelt hast. Ende. Das wird sicher nicht sein. Wir müssen zu dem Krankenhaus auf der anderen Seite. Von dort holen wir die Blutkonserve ab, schaffen sie zu unserem Krankenhaus, was hier liegt, und dann fahren wir wieder zurück zur Rettungswache. Dauert ungefähr 12 Minuten, das heißt ungefähr, das werden wir in dieser Folge nicht schaffen. Aber ansonsten alles relaxed. Also ich finde natürlich hier ein paar Fahrertricks wie diesen hier, wo wir die Zeit alle so ungefähr ein bisschen verkürzen können. Wir müssen links rum. Was bei den NEF aber hier an sich gut ist, ist, dass er wendbar ist. Also er ist wirklich um einiges, ja, man kann schon sagen, beweglicher als der Rest der Fahrzeuge. Das macht das Ganze doch relativ angenehm. Was natürlich nicht zeigen soll, dass man sich trotzdem durch den Verkehr hier durch quälen muss. So, aber man kann das System doch relativ gut austricksen. Wunderbar. Und das ist da einfach nur reine Glückssache, wenn man da mal unfallfrei rauskommt. So, ja, sind wir wieder schön, wie gesagt, Vorfahrt und Bremsen. Tut, ja genau, oder man fährt halt einfach hinten drauf, aus Frust einfach hinten. Volle Backe drauf, na klar, während du dir jetzt wieder hier rüber ziehst, fahr ich dann von mir aus halt ja lang. Habe ich ganz wenig ein Problem damit. Und einmal rum, aber ihr merkt zum Allgemeinen, was ich da am Anfang aber gesagt habe, dass das alles ein bisschen trocken ist, wenn ich jetzt Workout machen würde, also gar nicht dazu quatschen würde. Ja, dann ist das alles doch dicht monoton. Muss man ja wirklich lassen. Deswegen überlasse ich euch die Entscheidung auch. Ich meine, ja, gut, 19 Euro, hä? Kann man dann auch schon gerne mal für einen Wolf ausgegeben haben. Au! Aber das ist relativ auch egal. Sind wir angekommen? Moment. Ach, egal. So, steigen wir erstmal wieder zur verkehrten Seite aus. Holen hier die Blutkonserve. Warum müssen wir die eigentlich zu zweit holen? Ach, ich frage eigentlich erst gar nicht nach. So, zack. Rein mit dir, du Lümmel. Und auf ins nächste Krankenhaus, was dann wieder bei uns logischerweise drüben ist. So. Sagen wir so, in den 60er Bereich kann man sich hier immer wieder bewegen, was die Geschwindigkeit angeht. Das ist jetzt nicht allzu tragisch. Wenn man dann bei 80 ist, sollte man schon teilweise ein bisschen aufpassen. Weil sonst wären halt dann mal 10 Punkte fällig für überhöhte Geschwindigkeit. So, ansonsten jetzt hier wieder Sturus, geradeaus fahren. Und vielleicht hier vorne ein bisschen Glück haben, durchzukommen. Ja, wunderbar. Hat geklappt. Wenn die jetzt gerade mal grün haben. Na doch, das läuft auch. Ja doch. Fährst du hier, wie gesagt, 10 km/h zu viel. Das reicht denen schon. Und das Krankenhaus dürfte dann hier oben sein. Ja.
Überholen nicht zugelassen, würde ich mal meinen. Dafür ist das Ganze hier dann doch etwas zu eng. Also warten wir einfach mal die rote Ampel ab. Dann noch die kurze Verzögerung, weil er rechts rum ist. Tä. Und dann einfach geradeaus fahren. Hier werden wir natürlich wieder blockiert. Kommst du rum? Danke. Ah, das geht mir hier. Ja, komm. Genau. Mittelschwerer Unfall. Das ist ein mittelschweres Duell. Eine mittelschwere Steuerung ist da, ist auch kein mittelschwerer Unfall. Meine Fresse hier. Also manchmal, ne? Manchmal merkt man es ja schon. So, jetzt geht dann, komm, spiel das Spiel bitte ernsthaft. Man kann vieles ernsthaft spielen. Aber, eieiei, aber das nicht. Dafür bietet es halt doch ein bisschen zu wenig. Kann sein, dass ich zu hohe Anforderungen oder Erwartungen an das Spiel hatte. Ich weiß auch nicht mehr. Irgendwie kam es mir der Demo noch ein bisschen attraktiver vor. Kein Plan. So, am Krankenhaus eingetroffen, Blutreserve raus. Eichdeichen, please. Und wieder zurück zur Rettungswache. Let's go, bitte. Thank you. So, im Endeffekt war es jetzt hier einfach bloß noch geradeaus fahren am Kreisverkehr. Ah, ja, am A. Ist ja auch so geil, ja, die KI baut ja wirklich auch im Kreisverkehr Unfälle. Durften wir. Und bitteschön. Tut. Bis hat Schadenbremse noch drin gehabt. So. Und einmal wieder hier rum. Wie gesagt, im Verkehr muss man schon noch ein bisschen austricksen, sonst kommt man hier gar nicht. Ja, genau. Sonst kommt man hier gar nicht mehr voran. Der Leck tut sein Übliches. Und einmal wieder hier rum. Und jetzt in den Innenbereich schalten, dass wir hier nicht gegen eine Mauer knallen. Wunderbar. Naja. 190 Punkte Abzug von mir aus. Ich würde sagen, wir sind für die Folge fürs erste durch. Wir sehen uns dann dementsprechend im nächsten Part wieder. Bis dann, Leute. Haut rein!